Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Grombo-Bandit 750 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Kisho oder Kisho, wie man so immer ausspricht. Gibt es im PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One, findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Anhänger. Ja, Grombo-Anhänger haben wir ja schon ein paar. Der 750er hat uns in dem Fall noch gefehlt. Grombo-Bandit 750, standardgemäß 26.650 Liter Ladevolumen. 52.000 Anschaffung, 2.652 im Leasing. Hauptfarbe kann geändert werden von Rot in Grün, in Schwarz, in anderes Grün. Oder Fangrün, wie man es auch immer so schön nennen mag. Mit Konfiguration, Reifenhersteller, Reifenvariante und Design stehen durch vier Config-Blöcke mit zur Verfügung. Konfiguration, Kapazität 26.650 Liter, 35.650 Liter, 40.200 Liter, 27.200 Liter insgesamt. So. Reifenhersteller Drelleburg mit Twin Radial 710 50 R26 50. Dann haben wir T404 710 45 R26 50. Das Ganze gibt es auch noch mit 840. Ja, also ihr habt da die Qual der Wahl, was Drelleburg, ebenfalls was Drelleburg angeht. Michelin, Cargo X-Bib und Mega X-Bib. Und das war es dann auch schon. Und bei Design haben wir dann einmal Standard und einmal noch mit Unterfahrschutz. Sollte sich, denke ich mal, von alleine erklären. Und auch hier bei der Kapazität, ne, mit dieser Abdeckung oder halt dementsprechend ohne. Ich habe euch nochmal ein paar hier gekauft, um das Ganze so aufzudröseln. Ganz klar, beziehungsweise auch einmal ungefähr. Prinzipiell, wir haben hier da stehen Krampe Kipper Bandit 750. Ihr seht, Materialsystem vom 19er ist mit verbaut. Reifen sehen soweit ordentlich aus. Wir haben hier an der Seite noch diese Warntafeln mit dabei. Eine Leiter, wo man dann theoretisch draufkommt. Ihr seht, die Abdeckung hat in dem Fall keine Kollision. Der Rest aber schon. Und es ist auch nicht notwendig, dass das Kollision hat, davon mal abgesehen. Ja, Anschlüsse, Zapfwelle, Kabel. Ganz klar, auf der Gegenseite das gleiche in grün. Und hinten im Heckbereich sieht das dann bei denen einmal so aus, beziehungsweise prinzipiell. Ne, haben wir hier oben Bremslichter, Blinker, Rückwärtslichter, 6 km Max Speed. Wir haben hier nochmal Krampe, das Krampe-Logo mit dabei. Haben hinten zwar Kennzeichenhalterung, aber leider kein Kennzeichen. Dann hier nochmal Bremslichter. Dann hier dementsprechend noch diese Spritzschutzklappen, nenne ich es jetzt einfach mal, zwei Runde umleuchten. Das ist bei den anderen ohne diese Abdeckung dementsprechend auch gleich. Ne? Also da gibt es in dem Fall keine Veränderung. Auch hier haben wir überall Kollision mit dabei. Und hier habt ihr das Ganze mal in schwarzer Ausführung. Sieht soweit auch Tobi aus. Wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Texturqualität passt soweit. So, ihr habt das schon mal hier vorbereitet, ne, das größtmögliche. Wir sehen erstmal Anschlüsse, dynamische Kabel, Schläuche sind alle mit dabei. Blinker und Co., Bremslichter, Rückwärtslichter, das läuft soweit alles, genauso wie die Rundumleuchten hinten, ohne Probleme. So, fahren wir einmal hier unten drunter, hauen wir, wo habe ich denn mein Mais, hauen wir ein bisschen Mais mit hier rein. Prinzipiell mit der linken Maustaste können wir vorne die Klappe öffnen und schließen. Ne, weil das Ganze auch für Häcksle gut logischerweise geht. Und ganz klar, um den Häcksler es zu erleichtern, in den Trailer reinzublasen. Ansonsten haben wir nichts weiter. Wir haben eine Abkippseite, die ist hinten, weil Kornschieber und Co. ist logischerweise nicht mit vorhanden. Ganz klar. 40.200 Liter, wie angegeben, hier im größten Setup ist mit dabei. Und wenn wir das Ganze abkippen, sehen wir, Partikelsystem ist auch dabei, ohne Probleme. Geht auch relativ schnell. Und das Ganze hebt sich nicht an, das läuft ja über dieses Förderband hier unten. Ja. Sieht ordentlich aus, kann man nichts dagegen sagen. Ja, wüsste ich auf jeden Fall nicht, was dagegen sprechen sollte. Lok sieht so aus, sauber, könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden. Ja, in dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.